Ich weiß ja, dass meine Wenigkeit über Fähigkeiten und Informationen verfügt, die durchaus gewaltigen Schaden anrichten könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten. Aber dass man mir deswegen gleich nach dem Leben trachtet, ist ja wohl reichlich übertrieben. Abgesehen davon wüsste ich nicht, wie eine zierliche Frau wie Sie mir adäquaten Schutz bieten könnte. Also, ganz ehrlich, ich bin ja von diesem Aufgebot gegnerischer Kräfte wenig beeindruckt. Und dafür hat man sie engagiert? Bleiben Sie hinter mir. Also, ich darf ja wohl bitten, Frau Spezialagentin. Der Mensch ist ja augenscheinlich nicht mal bewaffnet. Aber wo ist eigentlich Ihr Schießeisen? Also, erlauben Sie mal. Sonst kann es sehr unangenehm für Sie werden. Also wirklich, ich werde doch jetzt nicht davonlaufen und Sie hier mit diesem Rüpel allein lassen. Also nicht, dass ich auf das schwache Geschlecht herabblicke, aber Sie müssen doch einsehen, dass ich allein schon durch den Körperbau beim Mann gewisse Vorteile ergeben. Dafür, dass Sie keine Chinesin sind. Zudem noch eine Frau. Beherrschen Sie aber ganz passables Karate. Faszinierend. Wollen Sie ihm damit etwa die Augen auspieksen? Und jetzt ran an den Speck. Spezialagentin, Sie haben sich ja wacker geschlagen. Aber vielleicht sollten jetzt jemanden... Wie sage ich's, dass es nicht anstößig wirkt? Mit mehr Testosteron zur Hilfe holen. Es ist ja auch absolut keine Schmach, wenn Sie jetzt aufgeben. Wo ein Wille ist, ist eben nicht immer auch ein Weg. Und das
kann ich Ihnen als Wissenschaftler bestätigen. Im Tierreich würde auch keine Gottesanbeterin einen Adler angreifen. Was der männliche Körper alles leisten kann. Und wie viele Schmerzen er einstecken kann. Vor allem als Mann. Das Busenfleisch des männlichen Körpers ist... Gott sei Dank sind Sie noch mal heil davon gekommen. Ein Glück, dass ich den Rüpel unschädlich machen konnte. Andernfalls hätte das auch gut ins Auge gehen können. Wollen Sie als... Frau. Herr Professor. Also nicht, dass ich so dick... Okay, das... Also nicht, dass das schlechte Geschlecht... Ja, Mann.